Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gunman Chronicles. Wir haben das Ding hier mal abgestellt. Also das Dreh... Die Zentrifuge ist es ja noch nicht mal. Ich frage mich halt, was das bringt. Ist ja auch nicht mehr rückgängig zu machen jetzt hier. Also ich meine, kaputt ist kaputt. Können wir dann jetzt hier hoch und da irgendwas Tolles machen? Oder das ist draußen jetzt irgendwas geändert? Naja, mal schauen. Ich gehe mal nochmal zurück. Da sind Gegner neu gekommen. Ah. Das hat das da oben abgestellt, oder? Kann das sein? Dann können wir jetzt da oben weitergehen. Ja, guck mal. Sehr schön. Fortschritt. So, ab zum nächsten Abschnitt. Oha. Dann vielleicht doch hier durch. Wenn es einem schon so angeboten wird. Och, dich kennen wir ja noch, ne? Speichern. Aber wenn du da relativ rumhängst, ich glaube, bei dir können wir das wunderbar den Ball hier verwenden. Oh. Trauert ihr? Das ging jetzt schneller als erwartet. Na gut, wir haben das Vieh ja schon bekämpft. Ich glaube, die trauern echt. Nicht die Mama. So. So, das können wir wohl nicht wegballern. Sterben wir, wenn wir da durchrennen? Nö, wir können uns dran vorbei schlängeln. Sehr schön. Das freut mich. So, Zeug, Zeug, Zeug. Das sind tatsächlich Medikits, die ich gerade nicht so gebrauchen kann. Oh, Party. So, dann können die mal weg. Euch zerlege ich auch mal noch fix. Jetzt versuche ich es mal einigermaßen. Sehr schön. Alles kaputt. Freut mich. Verdammt, ja. Die Stimme macht nicht mehr mit. Hi. Wo kamst du denn auf einmal her? Irgendwie haltet ihr auch viel zu viel aus. So kleine Viecher, die sollten eigentlich nach einem Schuss platt sein mit einer Schrotflinte. Du trauerst da oben weiter. Ich hoffe es für dich, weil du ein doch relativ nerviger... Secondary anchors have broken free. All personnel follow evacuation protocol. Du auch ein relativ nerviger Zeitgenosse bist. Okay.
dann halt nicht. Ich sehe hier ein Loch in der, also unten. Ich glaube allerdings nicht, dass ich da rein soll. Ah ne, wir könnten hier runter, genau. Eine Menge Shotgun-Muni. Der kann da mal weg. Speichern könnten wir auch mal. Habt ihr euch jetzt alle hier verteilt oder wie sieht das aus? Scheint mir fast zu. Ah, eine Karte. Hallo Karte. Und, Recent events have forced me to conclude that this facility is doomed. The Xenome infestation is spreading and most of my drones have been destroyed. Nearly all of the Kata space anchors have been damaged by Xenomes. I predict that this moon will fall from orbit before the drones can clear the escape path. We will all be destroyed. I have a plan that could save both of us. I propose a truce. My aerial defense drone will meet us at the surface. I will order my drones to cease hostilities, and you will be able to take my mainframe core with you to the surface. There is a chance that the aerial drone will be able to escape into Kata space. Okay. Also möchtest du dich jetzt mit uns zusammenschließen? Warum eigentlich nicht? So, du bist jetzt freundlich gesinnt. Können wir dich mitnehmen? Aber gut, da haben wir jetzt zumindest schon mal einen Gegnertyp weniger hier. Wir haben hier eine unsichtbare Wand. Interessant. Na, kommst du mit? Komm. Ich glaube, du musst ja mitkommen, dass wir ja durchkommen, oder? Kann das sein? Schieben können wir dich ja nicht. Muss ich hier noch irgendwas machen? Sieht mir mal nicht so aus. Wir haben ja sonst keinen anderen Befehlsbutton hier. Interessant. Es funktioniert irgendwie nicht so, wie es soll, glaube ich. Ich glaube, die Drohne soll mitkommen, aber sie kommt nicht mit. Wie kriegen wir dich denn zum Folgen? Vielleicht nochmal neu laden? Nee. Hier irgendwas machen? Die alte Aerial Drone. Jetzt hat sich zumindest mal bewegt. Jetzt kommst du jetzt mit oder nicht? Wie kriegen wir dich denn zum Folgen, Kollege? Schauen wir gerade nach, ob es da noch irgendeinen Button gibt. Ja. Der Benutz-Button liegt auf E. E bringt aber nichts. Ducken vielleicht?
unschön. Wieso können die Spiele nicht einfach mal funktionieren? Ich mach einen kurzen Schnitt, ich guck mal, ob hier irgendwas zu tun ist und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt gerade nochmal, also musste jetzt per No-Clip rüberfliegen. Hab nicht viel verpasst, wieder. Ich bin gerade noch gegenüber da, wo wir nicht mehr durchkamen, in diesen Schacht reingeflogen und dort ging es dann direkt weiter. I have unexpectedly lost contact with two of my drones in this section. My sensors detect unusual movement. Ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe mal, dass... Wieso seid ihr unsichtbar? Finde ich nicht gut sowas. Ich mag keine unsichtbaren Gegner. Dum-di-dum-di-dum. Was bringt das eigentlich? Wir drehen einfach mal dran. Ich meine, wenn Sachen da sind, kann man auch immer mal gerne dran drehen. Ah, das macht zum Beispiel hier auf, wie es scheint. Oha. Ich glaube, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Das fand ich, glaube ich, damals in Half-Life so faszinierend, dass man halt Glas auch kaputt hauen kann und so. Und dass halt das so kleinen Stückchen mehr oder weniger zerbricht. Before you go any further, this security door must be sealed. Mhm. Sollst du die Dinger rausbrechen oder was? Einmal. Zufrieden? Na? Hallo Freund. Ihr habt Spaß, oder? Gut, die hat es schon zerlegt. Was haben wir denn hier eigentlich drin? Okay, dann sollen die mal machen. Mir ist es recht. Oh. Kommt ihr, na, nicht wirklich zurecht, wie mir scheint. Aber praktisch. Die sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht, die Dinger. Das hilft schon. Mhm. Na? Weiter. Hi. Holen uns noch ein bisschen Leben. Das lohnt sich ja auch mal wieder hier. Noch mehr Zeug. Na komm, bleib hier unten, Mikro. Danke. Das war's. Ah. So, komm, ich unterstütze euch mal ein bisschen. Die sind ja schon kaputt, netterweise. Und ja, dann bleibt wohl noch dieser eine Weg. Okay, da kommen wir nicht rein. Die hauen echt gut was weg. Nicht schlecht. Spart mir jetzt ein wenig Stress. Ich frage mich halt, wie lange das hier vonstatten geht mit dieser, mit diesem Bündnis.
now granting you access to the inner chamber. Hold your positions as my drone deactivates the security lasers. Okay, dann macht ihr mal. La 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 la, voll nett. Oh, die arme Drohne. Oh. Ich hätte sie Droni getauft. Aber wir kommen trotzdem noch ganz gut voran. It is my last defense against the Xenome organisms. Sensors indicate that the surrounding area is free of threat. Wait there until the door completes opening. Ich traue der Sache ja nicht so. Kann ich auch da rein? Na. Hi. Wie geht's euch? Move quickly, Gunman. You will find me in the chamber above you. Okay. Ihr fetzt euch da mal, das ist schön. Ah. Remember our agreement, Gunman. You must transport this core module to the surface and rendezvous with the aerial drone. Alles klar. Dann schauen wir mal. Also ich meine, ich habe im Moment jetzt nicht allzu viel Grund, da jetzt was anderes zu machen. Since I have been disconnected from the computers, I can no longer access the security system remotely. You will have to use my mainframe core module by plugging it into the receptacle on the wall. Okay. Ah, das macht dann hier auf. Okay, gut. Dann schauen wir doch mal. Ups. Ein bisschen Trigger-Happy-TV. Ah ja, stimmt, die Boxen hier von Half-Life mit der Physik-Engine, die man durch die Gegend schießen konnte. Da war ja was. Da. Emergency Escape-Pods, okay. Das klingt gut. Ich habe den Eindruck, das könnte mir helfen. Oh. Na? Zeit zum Leben mitzunehmen und Munition ist aber immer noch da. Gut. Der Boden ist Lava, kennen wir ja schon. Kann ich mich hier irgendwie umschauen? Nee, kann ich nicht. Habe ich sonst irgendwas, was ich hier noch sinnvoll machen könnte? Hier ist ja alles heiß. Okay. Also hier komme ich schon mal nicht hoch. Hier kann ich nichts benutzen. Hier ja wahrscheinlich auch nicht. Hab brennende Computer. Dort komme ich wahrscheinlich ja auch nicht hoch, oder? Ah. Sieht gar nicht mal so gut aus. Gut, wie soll es denn hier weitergehen? Also Escape-Pods schön und gut, aber es bringt mir halt leider nicht so wirklich viel, weil ich nicht weiterkomme. Wie heftig ist denn die Lava? Sehr heftig. Da
können wir ein bisschen rumballern. Ah. Okay. So scheint es zu funktionieren. Spring mal einfach mal Sachen in die Luft. War das eine Drohne? Tut mir leid. Sorry. Ja, ich weiß, du hast jetzt Panik und dir geht's nicht gut und so. Aber das war doch jetzt nicht so offensichtlich, dass du da rumstehst. Okay, den Sprung können wir, glaube ich, knicken. Dieses Rumgewackel, es stört so unglaublich. Du siehst halt nichts mehr. Bringt mir das denn hier irgendwas rumzukrabbeln? Ich habe leider nicht den Eindruck. Ah, wir haben Hebel. Jetzt kommt... Ah, wir kommen da hoch. Okay, okay, okay. Ups, den hat es wohl ein wenig zerlegt. So ein Pech aber auch. Nun können wir aber nicht durch. Was bringt denn das? Oh, ich sehe gerade, wir haben ein wenig überzogen. ja gut, ich gucke da, wie gesagt, einmal kurz testen. Duckjump? Nee, ist nicht. Tja, dann gucken wir in der nächsten Folge mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.